So, bevor wir jetzt weitermachen, habe ich ein kleines Rätsel. Also nicht für euch, ihr könnt ja nicht wirklich antworten, sondern eher für mich. Und zwar in den Kommentaren vor ein paar Folgen wurde mir gesagt, dass ich das Rätsel lösen sollte, um mir selber stundenlangen Frust zu ersparen. Und da ich euch dadurch auch stundenlangen Frust erspare, versuche ich das mal zu knacken. Also es ist eigentlich ein Spoiler, der halt nur uns hilft, das LP ein bisschen schneller voranzubringen. Ich lese es einfach mal vor. Also, wenn du betrittst ein Gewölbe, das lebt und doch am Sterben ist, dann merke dir, wo sich die Wurzeln allen Übels befinden. Schon bevor du erklimmst die Spitze, die Feder der Übersicht wird dir helfen. Die Feder ist kein Gegenstand, den man findet. Also, das Gewölbe, das lebt und doch am Sterben ist, da sind wir ja inzwischen schon drin, das wird der Baum sein. Und die Wurzel allen Übels sind Steine. Nein, Wurzel allen Übels. Wir sind über Wurzeln gestoßen, wo unser Held rüberklettern wollte, aber nicht konnte. Ja, hier unten waren die irgendwo. Rotes, totes Monster, genau, das war dieser komische Baummensch. Also, dann merke dir, wo sich die Wurzeln allen Übels befinden, noch bevor du die Spitze erklimmst. Die Feder der Übersicht wird dir helfen. Die Feder der Übersicht? Oh. E-Wurzel? Nein, Wurzel. Hey! Ah. Man kann Notizen machen. Ja, okay, ich hätte mir die ganzen lustigen, bunten Knöpfe mal angucken sollen, was die machen. Das hätte uns nämlich vorher auch schon geholfen. Denn so hätten wir markieren können, wo jeder Teleporter hinführt und wo das Mädchen ist und wo die Türen sind, die noch verschlossen sind. Und ja, jetzt markiere ich mal ein bisschen was. Oh, es gibt kein Ö. So. Nein, also die beiden sind natürlich sinnlos, aber die Wurzeln merken wir uns auf jeden Fall. Oder besser gesagt, wir müssen uns sie nicht mehr merken, weil wir jetzt aufgeschrieben haben. Das ist übrigens ein sehr cooles Feature. Also, dass man die Karten selber editieren kann, mag ich bei den ganzen Spielen, weil sonst muss man sich trotzdem, es eine Minimap gibt und eine richtige Map, trotzdem noch Notizen machen. Weil man halt mit all den Symbolen nicht unbedingt immer genau weiß, was da jetzt ist. Also, das ist die Feder der Übersicht. Das ist wahrscheinlich die Wurzel allen Übels. Und wir sollen uns merken, wo die Wurzeln sind, bevor wir zur Spitze gehen. Da ist ja noch ein vierter Teleporter. Aber ja. Einer von den Teleportern wird wahrscheinlich nach oben führen. Aber das müssen wir gucken. Vielleicht sind das auch nur Abkürzungssysteme. Also wir springen da rein, kommen da raus. Wir springen da rein, kommen da raus. Aber das müssen wir sehen. Also, wir gehen jetzt einfach erstmal unbeirrt kurz dahin, gucken, ob es dahinter weitergeht und sonst da lang. Und hier sind Dreher. Ah, super. Du bist tot. Da tappern wir einfach rüber, auch wenn du giftig bist. Okay, da ist schon mal nix. Und hier ist wieder eine Wand, die wir nicht kaputt machen können. Das ist genauso wie diese Planken in dem Piratenschiff. Super nervig. Man weiß, eigentlich könnte man sie ganz einfach kaputt hacken oder verbrennen, aber die Spielengine erlaubt es nicht. So, Stein. Stein geht da lang. Also können wir bis hier und dann warten wir. Und hinterher und da lang und nicht drehen lassen. Nicht drehen. Was so? Warum? Ah. Diese Dreher sind richtig übel. Also nicht nur, dass es Dreher sind, sie zwingen einen auch, sich zu bewegen. Und das, wenn da überall Stacheln und Steine sind, ist schon ganz schön übel. Aber wir sollten uns erstmal heilen. Also hier sind unsere 1. 1, 2, 3, 4 Heiltränke nur noch. 5. Ja, jetzt haben wir gerade mal unseren Notfallvorrat.
Dafür haben wir noch jede Menge Magietränke. Aber erstmal sollten wir diesen ganzen magischen Krimskrams wegsortieren, sonst finden wir hier gar nichts mehr. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gegengifttränke. Na, dann schlucken wir doch mal einen. Dadurch sparen wir uns nämlich eine Menge Gegenheilung. Also wir haben 6 Gegengifttränke, das merken wir uns mal. Wir haben 5 Heiltränke, die bleiben aber schön in deiner Ecke, das ist unser Vorrat. Wir haben noch Rasereitränke. 1, 2, 3, die waren ja auch sehr praktisch. Können wir noch ein bisschen besser stapeln? Ja. Also ja, die waren auch sehr praktisch, auch wenn man sich während dieser Raserei nicht heilen kann. Aber wenn wir auf einen zäheren Gegner treffen, dann sollten wir ihn vorher schlucken. So wie ein Drachen, der irgendeinen Edelstein in der Klaue hat. So, dann haben wir noch diese Magie-Aufhebblöcke. Davon hatten wir eigentlich auch noch mehr, oder? Das waren die Zeitanhalt-Dinger. Der Stab macht das gleiche wie die Blöcke. Dann haben wir noch einen Steinblock. 2, 3, 4 Steinblöcke. Das ist gut, denn wir haben nicht genug Steine dabei. Aber im Notfall können wir einfach zurück zur Burg gehen und unseren Sack da abholen. Wo auch immer genau wir den liegen lassen haben. Gegenschlag. Oh, den hatten wir auch nicht wegsortiert. Na gut, also wir haben 5 Heiltränke. Wir haben, sagen wir mal, 3 Mana-Tränke auf Vorrat. Und 2, 3 essen wir jetzt mal. So, das sind Questgegenstände. Du wahrscheinlich auch. Du kannst zu den restlichen Mana trinken. Magie wiederherstellen brauchen wir erstmal nicht. Das Symbol kann auch da rein. Ja, super interessant, das Inventar aufzuräumen. Aber das musste zwischendurch mal sein. So, Bücher könnten eigentlich auch weg. Hatten wir eigentlich eine Questkiste? Oder Sack? Du bist jetzt unser Questsack. Da kommen die Tröte auch rein. Der Herzstein, die andere Eihälfte, der Rubinsplitter wahrscheinlich auch, die Muschel und das war es jetzt an Questsachen. Naja, und der Schlüssel hier, obwohl der ja eigentlich zu der unterirdischen Stadt passt, wo wir alle Türen schon aufhaben. Aber gut, oh, hier ist noch Heiltrank. Schön, schön, haben wir da noch einen über, Wahnsinn. So, Schild wieder in die Hand. Und schauen wir mal weiter. Also, da geht's lang. Heilen wir uns vorher nochmal. Wozu haben wir schließlich die Mana-Tränke getrunken? Wenn nicht dafür. War das eigentlich die einzige Wurzel? Wenn wir nachher hier nochmal zurückkommen, sollten wir uns hier auch noch zu Ende umgucken. Nur so für den Fall. Hat er da was Ah, das wäre die nächste Vergiftung gewesen. Geronimo. Oh, das war ja kein Giftball. Außer die Dinger vergiften auch. Oh, das ist Mana-Trank. Kommen wir aber nicht ran. Ich mag die Wurzel nicht. Oh, hoffentlich sind nicht die Wurzeln hier gemeint. Weil die sind ja echt an jeder Ecke. Und das überall aufzuschreiben wäre lästig. Aber nee, ist bestimmt das andere. Die sah so außergewöhnlich aus und war extra in der Ecke. Ah, stirb du Baumling. Stein, ja, ist okay. Da ist nix. Und der braucht ganz schön lange, bis er zurückkommt. Noch ein Teleporter. Irgendwas knirscht hier. Also, abgesehen von dem Stein. Wird lauter. Da ist schon mal so ein Schleimball. Da wollen wir aber nicht hin. Oder können wir nicht hin. Was war das da gerade? Ah, so ein Gesicht wieder. Lass mich raten, das Gesicht sagt, geh in den Teleporter. Vom Eingang zum alten Baum bis zum Land der Wurzeln ist es nur ein Schritt.
Dafür sorgt ein Teleporter. Ha, stimmt, wir können auch die Gesichter markieren, was die gesagt haben. Also er hat gesagt, das Land der Wurzeln ist nur ein Schritt. Na gut, Land der Wurzeln. Diese Feder ist echt super praktisch. Danke nochmal für den Kommentar. So, also Teleporter Nummer 5. 4, 5, 6. Ach ja, haut rein. Macht überall Teleporter hin. Das macht's richtig schön. Oh, es geht hoch. Richtig schön spannend. So viel also zu meiner Theorie, dass einer Teleporter nach oben führt. Wir sollten alle Wurzeln markieren, bevor wir zur Spitze gehen. Also gehen wir jetzt nicht hoch. Sondern gehen da hin. Wo war der Stein? Da ist der Stein. Der Stein donnert gegen den Teleporter? Ja, auch komisch. Das gucken wir uns mal ganz... Hä? Nee, der Stein geht da lang. Und geht da lang. Der Stein rollt durch den Teleporter. Ha. Na gut, laufen wir mal hinterher. Den kann er uns ja nicht treffen. Also, außer den Rücken. Wie jetzt? Ah, okay. Also der Stein geht rein und taucht hier wieder auf und geht wieder rein. Aber da die meisten Teleporter einen beim zweiten Mal woanders hinbringen, machen wir das gleich jetzt ganz nochmal. Das Ganze jetzt gleich nochmal. Und. Ist wieder da. Wir sind nicht wieder da. Beim dritten Mal aber erst. Müsste der Stein jetzt nicht auch irgendwann hinterherkommen? Ah! Na! Erst machen, dann sagen. Na gut. Aber ja, wohl jedes dritte oder vierte Mal springt der Stein auch hierher. Mann, Mann, Mann. So, heilen wir uns hoch und dann gucken wir mal, wo der Schleimball da gerade hingelaufen ist. Da bist du ja. Wir wollen uns nicht anspucken lassen. Obwohl wir noch 6 Gegengifte haben, aber man muss es ja nicht auf die Probe stellen. Denn hier haben wir bisher nicht so viele Gegengifttränke gefunden. Wie jetzt in Unterwasserwelt. In Unterwasserwelt haben wir einen Trank gefunden pro Seetangmauer quasi. Na, willst du nicht herkommen? Nee, willst du uns wieder anspucken, ne? Na gut. Ja, also dieser... das Anspucken auf kurze Distanz macht wohl nur Schaden. Dieses Langstreckenspucken hat die Chance zu vergiften. Jedenfalls wurden wir bisher nur von diesem Langstreckending vergiftet. Und hier ist schon wieder so ein Dreher. Oh, da flackert was. Da flackert noch was. Ha. Hä? Wie jetzt? Ja, komm. Wir sind doch hierher teleportiert worden. Sind wir da lang gegangen? Warum? Hä? Einen Schritt vor. Da ist eine flackernde Wand. Wir sind einen Schritt hinter der ersten Illusionswand. Wir machen noch einen Schritt. Wir werden gedreht. Ah, geschickt. Oh. Aber ich bin wohl nicht... Hä? Ich drehe mich nach rechts. Oh, und er dreht sich nach links. Ich drehe mich nach links. Also irgendwas mache ich gerade ganz komisch. Wir gucken nach Osten. Ich will nach Osten gehen. Wir gucken nach Westen. Ich drehe mich nach links. Wir gucken nach Süden. Ich drehe mich nochmal nach links. Wir gucken nach Osten. Ich gehe einen Schritt vor. Bin im Osten. Na gut, da ist gerade irgendwas schiefgelaufen. Also entweder war da noch ein Dreher drin oder ich habe mich ganz doof angestellt. Irgendwie glaube ich eine Mischung von beidem. Oh, und da haben wir noch eine Wurzel. Die schreiben wir doch gleich mal wieder auf. Wurzel.
Also, da. Nicht da drüben. So, dann wieder zurück. Wir gucken nach Westen, wir gucken nach Westen, wir gucken nach Osten. Wir gucken nach Westen. Ja, definitiv ein Dreher. Aber kein Dreher, der auch den Bildschirm richtig dreht, also über eine Bewegung. Da sieht man ja, dass man gedreht wird. Da wurden wir einfach nur in eine andere Richtung teleportiert quasi. Also wir haben jetzt noch eine nervigere Art von Dreher gefunden als die vorherigen Dreher, die schon nervig genug waren. So, was haben wir hier? Druckplatten. Teleporter. Und eine komische Wand. Oh, das ist eine Tür. Tür ist immer noch zu. Tür ist immer noch zu. Nur Teleporter bewegt sich, also verschwindet. Eins. Hammer. Zwei. Magiesack. Nee, das ist der Magiesack. Okay, der ist schwer genug. Also können wir den nicht auslösen, indem wir das rauflegen, was komisch ist. Hä? Jetzt ist der Teleporter immer noch da. Ich mag keine Teleporter. Aber der scheint da reinzuführen, weil die Druckplatte öffnet die Tür nicht. Also gucken wir mal. Ja, wir sind hinter der Tür. Oh, eine Schatztruhe. Heiltrank, sehr gut. Und was war das gerade? Ein steinerner Krallenschlüssel. Hm, das ist die erste Tür hier drin. Die erste Schlüssel. Und wir können raus. Na gut. Also, speichern wir wieder zwischendurch ab. Nicht, dass ich das wieder vergesse. LP 24.